Gegrüßt seist du, Maria, und gelobt sei dein Sohn Jesus. Jesus schenke uns Frieden und Freiheit. So in etwa haben tausende Menschen nach 1950 hier in den Straßen von Wien gebetet. Man sagt, dass sich einmal sogar 80.000 Leute zu einer Gebetsprozession versammelt haben. So etwas, sagt man, hat es in Wien noch nie gegeben. Mich freut, dass der Franziskaner Petrus Pawlicek Motor dieser großen Gebetsbewegung war. Er hat wiederholt aufgerufen zum Gebet um Frieden und Freiheit für Österreich. Denn damals war die Situation für Österreich sehr aussichtslos. Es war sehr unwahrscheinlich, dass Österreich jemals frei werden hätte können von den Besatzungsmächten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und viele haben gespürt, hier genügen nicht allein politische Verhandlungen, hier muss der Himmel selbst eingreifen. Und deshalb haben viele begonnen zu beten. Mich fasziniert, dass das, was damals als unwahrscheinlich erschien, Wirklichkeit geworden ist. Nach langen Verhandlungen konnte der damalige Außenminister Leopold Figl am 15. Mai 1955 verkünden, Österreich ist frei. An jedem 26. Oktober des Jahres denken wir am Nationalfeiertag an diese neu gewonnene Freiheit. Und mich beeindruckt besonders, dass Leopold Figl im September 1955 gesagt hat, 8 Jahre lang haben wir gebetet und gefleht, der Himmel möge uns Freiheit und Unabhängigkeit schenken. Wir sind erhört worden. Ich glaube, dass wir Christen auch heute Österreich viel zu geben haben. Wenn wir für eine gelungene Zukunft unseres Landes beten und vor allem dann, wenn wir mehr Wärme in unsere Gesellschaft hineinbringen. Und ich denke, wir können das schaffen, wenn wir uns bewegen lassen von den Worten Jesu, betet. Und vor allem tut das Wichtigste, liebt Gott und liebt euren Nächsten wie euch selbst.